Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motofuzzi. Heute sind wir hier wieder bei Navarro Hermanos. Vielen Dank erstmal an Navarro Hermanos in Malaga für diese Probefahrt. Und zwar, heute fahren wir mal die Nerva Exe Probe. Das ist, würde ich mal sagen, also ein Maxi-Roller, ein Elektro-Maxi-Roller. Und die hat man ja bisher noch nicht so viel. Es gibt diesen Puma, den bin ich ja schon vor Jahren gefahren. Der hat sich nicht allzu viel verändert. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es mit dem hier aussieht. So vom Cockpit her erinnert er mich ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen an Puma. Denn bei dem neuen Puma, den bin ich nicht gefahren, aber da sieht das ähnlich aus. Egal. Der hat wohl 9 kW Leistung. Der Motor spitzenmäßig. Hat er noch mehr? Ich blende mal die Daten ein. Und das ist das erste Mal, also wie gesagt, eigentlich für mich, dass man einen richtigen vollwertigen Rollerprobe fahren kann, dass der auch 2 Helme und dann Sitz passen. Und zwar ein Integralhelm und auch ein Jethelm. Und fahren wir erstmal los. Er hat 3 Modi und soll angeblich bis 125 km/h fahren. Also vom Raufsteigen und so weiter fühlt er sich wie ein Maxi-Roller an, ziemlich groß. Wir haben auch einen Rückwärtsgang hier. Mal sehen, ob wir den hier sogar gleich aktivieren können. Ach so, da braucht man nicht das Gas drehen, sondern der geht automatisch so, wenn man den Knopf drückt. Wir haben Normalmodus, wir haben Sportmodus. Ja, das Display ist irgendwie ein bisschen alles verschenkt, denn da steht nicht weiter viel drin hier, muss ich sagen. Stell schon mal auf normal. Da können wir, glaube ich, maximal 80 fahren. Dann fahren wir los. Ja, wir haben hier wieder einen Blinkerschalter. Der macht mich schon wieder verrückt. Das ist einer, dem man, wo man nicht drauf drücken kann. Sowas finde ich schlimm. Warum nicht Motorradstandard für so eine Sache genommen wird? Immer diese komischen anderen Billigdinger. So, hier im Normalmodus für die Stadt. Also Eco-Modus kann man ja natürlich auch für die Stadt nehmen, aber der Normalmodus ist schon ziemlich flott. Kann man nicht meckern. So, Sportmodus. Ich weiß, damit kommen wir nicht weit, aber wenn wir schon auf die Autobahn fahren, müssen wir es ja auch mal ausprobieren, oder? What the fuck? Gut, dass es uns nicht passiert ist, aber ist ja, es ist schlimm, sowas zu sagen, aber ist ja wirklich so. So, von der Balance hier
fühlt er sich schon irgendwie gewöhnungsbedürftig an, muss ich mal sagen. So, ja, die Windschutzscheibe, ich weiß nicht, die sieht so aus wie von die Befestigung ähnlich wie Yamaha. Könnte durchaus sein, dass man die vielleicht um eine Stufe oder so verstellen kann. Aber in dieser Stufe bläst sie mir alles auf dem Helm und auf mein Mikrofon, also der Ton wird etwas bescheidener sein, schätze ich mal. So, Sitz ist sehr hart. Sehr harter Sitz, sehr dominante Lendenwirbelstütze, aber man kann so ein bisschen da drüber hinausgehen, sage ich mal, also sich noch ein bisschen drüber hinaus lehnen. Ach so, machen wir erstmal weiter hier. Sitzposition, wir haben einmal Kloposition. Und wir können die Beine so komisch nach vorne. Das ist wieder nicht mein Winkel. Das ist nicht mein Winkel. Das ist wieder so ähnlich wie X-Max und Forza. Also das nützt mir irgendwie nicht besonders viel, dass hier diese Trittbretter da sind. Ja. So, Fahrschule. Jetzt aber in die rechte Spur fahren hier. Hopp, hopp. So. Ich weiß nicht, wo das Ding produziert wird. So wie es aussieht, so das Plastik und so weiter, würde ich mal auf China tippen. Die Firma soll ja angeblich spanisch sein. Ich wollte das jetzt nur mal so ein bisschen mit dem Ray 7.7 vergleichen. Ja, also in der Kurve irgendwie. Da ist irgendwas mit der Balance hier, mit der Gewichtsverteilung, finde ich nicht so toll. Fährt sich nicht ausgewogen, sagen wir mal so. Ups, bin ein bisschen falsch hier. Das merkt man auch hier, wenn man gerade fährt. Das merkt man schon. Wow, also der Windfluss hier von der Scheibe, das ist ja schlimm. Also wie kann man so eine Scheibe installieren? Das ist ja selbst von der NMAX besser. Ganz schlimm. So, wir haben schon einige an Prozent verbraucht. Ich hoffe, wir kommen nachher noch nach Hause. Dieses Armaturenbrett, obwohl ich die letzte Version vom Puma nicht gefahren bin, ich bin ja eine der ersten gefahren, erinnert mich an den Puma, macht auch einen veralteten Eindruck, muss ich sagen. Also okay, das Display in der Mitte ist ja etwas moderner, aber trotz alledem, es ist verbrauchter, verschenkter Raum in dem Display. Da sind ein paar Anzeigen und ringsherum ist alles leer weiß, finde ich irgendwie komisch. Nicht durchdacht, sagen wir mal so. Die Balance hier beim Kurvenfahren gibt mir kein sicheres Gefühl. Oh Mann, das wird da wieder eine tolle Review hier, Leute. Die Balance hat so den Eindruck, als wären die Batterien irgendwo hier im Windschild hier oben montiert. Also ganz komisch, als wenn der Schwerpunkt sehr weit oben liegt. Und dann, immer wenn man ein ganz bisschen neigt, so total kippen möchte. Jetzt haben wir maximales Gas hier. Wir können am Berg hier immer noch beschleunigen. Wir haben... angeblich kommen wir auf 125, das ist ja jetzt ein Berg hier, aber das ist durchaus möglich. Also der Berg ist ziemlich steil, das kann gut sein, dass wir auf 125 kommen. Das wird dann ungefähr so das gleiche sein wie mit dem Ray. Wir haben einen relativ teuren, naja, die E-Roller sind ja meistens teuer, relativ teuren Roller. Die Preise werde ich euch auch einblenden, weil das ein bisschen kompliziert ist. Es gibt den mit Renting von der Batterie, also dass man die Batterien mietet, dann ist der Roller natürlich billiger. Dann gibt es noch einen Zuschuss vom Staat, natürlich nur in Spanien. Ich weiß nicht, wie hoch der Zuschuss für Elektrogeschichten in Deutschland ist. Hier gibt es maximalen Zuschuss von 1.100 Euro.
Und ich schalte mal jetzt auf Normal. Ja, okay, also zur Balance habe ich schon gesagt, da könnte ich mich jetzt wahrscheinlich an jeder Kurve darüber auslassen. Das lassen wir mal lieber. Einmal gesagt reicht. Ja, bei dem Ray war das so, der hat sich wie ein ganz normaler Roller, Verbrenner angefühlt, nur dass er eh war. Alles auch so von der Qualität, Plastik, Kunststoffe, alles Mögliche. Und auch vom Fahrverhalten. Aber der hier, der fühlt sich fast schon wieder wie so ein Prototyp an, der noch nicht marktreif ist oder so. Aber ja, jetzt habe ich schon wieder zu viel negativ gesagt, was ich ja eigentlich gar nicht sagen sollte. Aber das sind halt meine ersten Eindrücke. Was soll ich machen? Also. So ist natürlich schön hier, sowas liebe ich ja, durch die Natur zu fahren, fast ruhig. Okay, der hat so ein leichtes Summen hier, weil der hat ja dann wohl einen Riemenantrieb, wenn der Motor, der ist ja wohl Mittelmotor, ne? Der ist ja nicht hinten in der Narbe und da muss es ja ein kleines Geräusch geben. Aber ich finde das herrlich, hier so ruhig durch die Gegend zu fahren. Ja, also wir haben ganz normale, stinknormale Rundinstrumente an die heutige Zeit. Klar, manche lieben das, manche finden das besser, manche leichter ablesbar, ist auch richtig. Aber irgendwie so mit der heutigen Zeit ist das nicht mehr so richtig in Einklang zu bringen, denke ich mal. Obwohl jetzt für diese Beschleunigung und für die Regeneration macht sich natürlich so ein Zeiger wieder ganz gut hier. Wow, pass mal ein bisschen auf hier, lieber Radfahrer. Also ich habe auch so den Eindruck, dass der einfach dann nur, wenn man die verschiedenen Modi hat, dass er einfach nur in der Geschwindigkeit begrenzt ist und nicht weiter unten. Also ist natürlich auch ein Vorteil, dass er dann nicht unten so schlapp ist. Ja, so, also 9 kW Motor macht auch Spaß. Und natürlich ist auch schön, dass es halt ein Maxi-Roller ist. Der ist ein bisschen aufgeräumter, hat ein bisschen mehr Stauraum unterm Sitz als jetzt auch der Ray. Trotz alledem, wenn jetzt Geld jetzt nicht unbedingt so viel eine große Rolle spielen würde, würde ich wahrscheinlich doch eher zum Ray greifen. Der ist irgendwie ein bisschen, ja, wie soll man sagen, besser engineert oder wie soll man sagen dazu. Auch natürlich ein riesiger Nachteil, wenn man sagen mal 7200, was kostet der 7280 oder so, den kauft. Und dann immer noch dieses CBS bekommt, also kommt Leute, ja, also so einmal bremsen hier. Ja, eigentlich nicht schlecht, also CBS bremst, gut verteilt und hat nicht, okay, das war jetzt nicht so eine hohe Geschwindigkeit, aber da gibt es auch andere Kandidaten, die gleich anfangen zu schlittern. Hat er nicht gemacht, hat er gut verteilt, kann ich nicht meckern. So, hier sind wir jetzt mit dem oder der Nerva Exe. Die Firma heißt wohl Nerva und das Modell heißt Exe. So verstehe ich das anscheinend, eine spanische Firma. Soll eine maximale, also eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h erreichen im Sportmodus. Wir haben verschiedene Reichweiten, können wir erreichen, indem wir die verschiedenen Modi verwenden. Und zwar haben wir einmal den Eco-Modus, damit sollen wir angeblich 150 Kilometer kommen. Dann haben wir den Normal-Modus, mit dem ich dann hier die Berge hochgefahren bin, der wohl bis 80 geht, also bei 80 dann abgeriegelt ist. Da kommen wir ungefähr auf 115 Kilometer
Reichweite. Und wenn wir nur im Sportmodus fahren, sollen wir angeblich noch 75 Kilometer kommen. So, zum Laden zur Batterie. Wie ich bereits sagte, ich werde die Daten, die ich alle habe, einblenden. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ich bin da kein E-Roller-Freak, der besondere Ahnung davon hat. Das heißt, die Batterie wird hier angegeben mit 76,8 Volt, 75 Amperestunden, 5,76 Kilowattstunde. Das sind in 2,88 mal 2, also da sind anscheinend zwei Batterien drin. Und die Zyklen, wir sollen angeblich 6000 Ladezyklen damit erreichen. So, dann kommen wir nochmal zu den normalen technischen Daten. Wir haben vorne einen 120er 15 Zoll Reifen, hinten 140 14 Zoll. Wir haben CBS Bremssystem. Wir haben vorne sogar zwei Scheibenbremsen. Finde ich ja schon mal interessant, dass sie ihm das wenigstens spendiert haben. Wir haben aber leider nur CBS, kein ABS. Entschuldigung, zur Batterie muss ich noch schnell einwerfen. Wir haben eine Ladezeit von 4,2 Stunden. Was haben wir noch? Wir haben Gesamtgewicht, wird hier angegeben, 202 Kilo und die Sitzhöhe mit 800 mm. So, auf der linken Seite haben wir einmal den Bremshebel für die Hinterradbremse. Sehr, habe ich vergessen zu erwähnen, die Bremsen fühlen sich sehr, sehr knackig und hart und scharf an und machen einen guten und sicheren Eindruck. Also auch die Bremshebel und das Betätigen dieser macht einen sehr guten Eindruck. Bei den Bedienelementen, ja, da denke ich mal eine Nummer runter vom Motorradstandard. Das ist jetzt nicht ganz so super überragend hier. Da haben wir einmal den Schalter hier fürs Fernlicht, Abblendlicht. Wie ich sehe, haben wir keinen Lichthupenschalter hier. Nein, haben wir nicht. Nee, den kann man nicht drücken. Okay. Und dafür haben wir dann hier einen Warnblinkleuchtenschalter. Dann haben wir den Blinkerschalter, haben wir hier. Das ist wieder so einer, der macht einen billigen Eindruck, muss ich dazu sagen. Der wackelt hin und her und den muss man in die Mitte zurückstellen. Ich weiß nicht, warum man sowas noch verbauen kann. Das ist wirklich, ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir hier drunter den Hupenschalter. Dann am Hupenschalter integriert oder eben Hupenschalter integriert, finde ich auch etwas merkwürdig, haben wir den Parkknopf. Das heißt, wenn wir den drücken, kommen wir einmal in Parkmodus, dann können wir also nicht losfahren. Und wenn wir dann wieder betätigen, können wir losfahren. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch das Gas oder das Strom. Und da haben wir dann den Bremshebel für die Scheibenbremsen vorne. Zwei Tasten, die noch nicht belegt sind, die vielleicht für die Zukunft werden die irgendwie belegt werden mal. Dann haben wir wieder so einen komischen Schalter, wie für den Blinkerschalter, die ich überhaupt nicht mag. Die machen irgendwie wirklich einen billigen Eindruck. Und zwar haben wir hier diesen Modus-Schalter für einmal Eco, Normal und für den Sportmodus. Darunter haben wir dann den Startschalter hier noch, um ihn einzuschalten. Und dann haben wir den Rückwärtsknopf, um rückwärts damit zu fahren. Und zwar haben wir hier einmal den Fuel. Und zwar haben wir hier die Ladebuchse. Die könnt ihr hier sehen. Und da können wir einmal zu Hause laden. Ladekabel wird mitgeliefert. Und wir können auch an einer öffentlichen laden. Das geht damit auch. Ja, wir stehen jetzt hier genau in der Sonne. Jetzt haben wir schon wieder so ein Problem. Und zwar, das ist ja wohl ein TFT-Display. Wenn die Sonne von hinten kommt, also hier ist noch ein bisschen was zu erkennen. Es gibt einige von Benelli TFTs, da kann man überhaupt nichts mehr erkennen. Hier im Display können wir, also auf der linken Seite sehen wir die Geschwindigkeit mit normaler Nadel. Rechts sehen wir dann die Anzeige von KW, also anscheinend vom Verbrauch und von der Regeneration. Und in der Mitte haben wir dann das TFT-Display. Und da ist alles sehr schlecht zu erkennen, wenn die Sonne rauf scheint. In der Mitte haben wir ganz groß den Ladestand, dann haben wir links davon haben wir die einzelnen Fahrmodi, dann haben wir nochmal die Geschwindigkeit in digital. Ganz oben sehe ich noch so ein Bluetooth-Zeichen, dass man das verbinden kann oder verbunden ist. Und ganz links unten, ein bisschen klein geraten, denke ich mal, ist denn der Kilometerzähler, zeigt jetzt 50 an und den Trip habe ich gerade zurückgesetzt. Rechts davon, keine Ahnung, da ist so viel Displayfläche noch.
und ja, alles irgendwie ein bisschen verschenkt, würde ich mal sagen. So, und kommen wir noch zum Stauraum. Vorne haben wir leider überhaupt nichts. Das finde ich sehr, sehr schade. Dann machen wir mal den Sitz auf. Der Sitz macht einen guten Eindruck. Der fühlt sich gut an. Der macht wirklich einen guten Eindruck, der Sitz. Der Sitz geht so auf, also ein bisschen andersrum auf, wie beim Porsche. Ja. So, und das ist jetzt endlich mal ein Stauraum für einen Elektroroller, wo ein bisschen mehr Platz ist. Das heißt, ich habe es gerade mal versucht. Ich blende noch mal das Bild ein. Mein Shark Spartan passt andersrum rein. Es passt ein Integralhelm rein. Also meiner ist ja ein Integralhelm und ein Jethelm vorne. Und das kann ich mir gut vorstellen, aber zwei Integralhelme kann ich mir nicht vorstellen. Dafür, damit wird er aber auch nicht beworben. And go. Und ja, also wie gesagt, von außen macht er einen guten Eindruck, wenn man dann fährt. Also für mich, wie gesagt, wäre es jetzt nichts. Aber das müsst ihr selber entscheiden, macht selber mal eine Probefahrt. Wenn ich mich dann raufsetze, ist es dann auch nichts, weil das ganze Cockpit ist für mich leider nicht ansprechend und sehr und eigentlich überhaupt nicht praktisch. Der einzige Pluspunkt für den Fuzzi ist, also zum einen ist es E-Roller, finde ich gut. Zum anderen, er hat viel Stauraum. Das haben ja die wenigsten E-Roller. Das ist auch auf jeden Fall ein Pluspunkt. Was mir gerade noch einfällt hier, auch wieder das Windschild, habt ihr ja gesehen auf der Autobahn, das war auch sehr schlecht und das also hat so selten so viele Verwirbelungen gehabt und kann ich auch, wahrscheinlich kann man es etwas höher stellen, aber das finde ich auch nicht gut. Ich sehe gerade hier, wir haben diese Fußrasten für den Beifahrer, die finde ich sehr gut. Und zwar, die sind sehr groß und sehr stabil. Die machen wirklich einen guten Eindruck. Da gibt es ganz andere Fußrasten, die gleich beim ersten Mal abfallen. Die finde ich hier sehr gut. Wir haben auch einen Mittelständer und wir haben einen Seitenständer. Das ist da soweit alles vorhanden. Ja, ich denke mal, das war erstmal alles meine ersten Eindrücke hier zum Nerva Exe mit 9 kW Motor. Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich ja noch mal mit dem Händler sprechen oder vielleicht kann ich noch eine zweite Probefahrt machen, wie auch immer. Das war erstmal alles hier vom Motofuzzi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.